Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ITL Spezial. Wie ihr ja wisst, in den Spezialfolgen habe ich ja immer etwas ältere Autos. Und heute fahren wir mal wieder ein altes Auto. Viele können sich wahrscheinlich schon denken, was es ist. Ja, das ist ein Volvo. Das ist ein Volvo F10 mit 380 PS. Wobei das nicht ganz stimmt. Der F10 hatte nämlich gar nicht so viel Leistung. Die war nämlich bei dem wesentlich geringer. Und zwar nehme ich euch heute mit nach Bremerhaven. Jo. Oh, ich bin hängen geblieben. Müssen wir, glaube ich, doch ein bisschen weiter rausholen. Passiert. Aber jetzt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Echt? Immer geradeaus. Immer geradeaus und dann sagt sie, ich soll links abbiegen. Biege nach links ab. Ja. Das ist aber schon der Volvo aus der zweiten Generation. Jetzt muss ich auch noch vorsichtig fahren. Er hat auch schon 16-Gang-Getriebe drin. Machen wir jetzt mal schön hier rüber schnurren. Ja, wir haben kurz nach 5. 6 Stunden brauchen wir ungefähr. Sollte also Zeit genug sein, um ein bisschen was zu erzählen. Volvo F10, F12, eingeführt worden 1977, die erste Generation und war auf Basis von dem N-Modell, also das Fahrgestell ist der ehemalige N von 1973, das Fahrgestell. Wir haben auch mal einen Retarder schon drin. Ja, wie ich schon erwähnt habe, gab es da mehrere Generationen von.
Es gab ja einmal diese eckige, diese in auf Achse auch zu sehen war, der dann hinterher abgebrannt worden ist. Wobei ich da jetzt sagen muss, das war kein F12, der da verbrannt worden ist, sondern es war leider Gottes ein F88 oder ein F89. Wer die Serie kennt, der kennt die Stelle und der sieht das auch. Ja, wie gesagt, es gab drei Generationen. 77 eingeführt, 83 erstes neue Modell und 87 dann der F-16, der eingeführt wurde. Der F-16, das war aber wesentlich später. Also war 87, aber war der, der danach gekommen ist, nachdem die anderen beiden, oder die waren auf der Basis von dem F-10, F-12. Machen wir doch glatt. Wer sich jetzt über den Sound wundert, den habe ich also nicht selber eingefügt. Aber ich habe mir mal so verschiedene Videos angeguckt. Der war wirklich so laut. Oh, 360 PS. Na, nun komm. Hätte ich mir doch mal besser ein F-16 genommen, ne? Das war jetzt mein Fehler. Einmal verschaltet und schon vorbei. Aber passiert halt eben. Ja, der F10 mit dem 10-Liter-Motor. Leistungsspektrum von 230 oder 250. Bis 300 PS. Ups. Links halten? Okay, dann bleiben wir links. Ich hoffe, passt, was die Navi-Tante sagt. F12 von 330 bis 365 PS, 12 Liter und der erste F16 hatte 465 PS. Eingeloggt. Was ist weiter an Änderungen? Ja, 79 ist der Globetrotter eingeführt worden. Ich finde, der ist unheimlich grummelig. Da läuft er ein bisschen runter und nicht so laut. Nicht so extrem, finde ich.
Ja, bei dem Globetrotter war halt eben 1,93 Meter Innenhöhe. Also vom Boden bis zum Dach. Das heißt, ein normaler Mensch konnte drin stehen. Wie gesagt, 83 war die erste Änderung, und zwar war das ja, die Hütte war etwas rundlicher oben am Dach. Und auch die Form an sich selber ist ein bisschen runder geworden. Gerade so an vorne an den Ecken. Label sind verschoben worden, man hatte nicht mehr das große Volvo vorne drauf, sondern nur noch da auf der rechten Seite stand dann Volvo, etwas kleiner. Das F10, F12, das ist nicht mehr in der Mitte vom Grill gewesen, sondern ist dann noch unten links, wenn man vor dem Fahrzeug steht, gewandert. Die Lampen sind geändert worden. Ja, noch eine andere Stoßstange, nicht mehr diese Doppellampen drin. Wobei der hier hat, glaube ich, noch Doppellampen. Sehen wir gleich mal, wenn wir draußen sind. Und die Windschutzscheibe ist größer geworden. Und ja, die letzte Änderung, die eigentlich an dem F16 hinterher stattgefunden hat, war, dass man den Motor noch ein bisschen optimiert hat. Man hat hinterher 485 PS gehabt. Jetzt war ich gerade im Überlegen, 465, 20 PS hat er mehr gehabt. Osnabrück. Was ein bisschen irritiert, ist kein Weitwinkelspiegel dran. Der Mod selber passt eigentlich ganz gut. Licht brauchen wir jetzt auch keins mehr. Es gibt da eine Sache, die ich also bemängel, sage ich jetzt mal so. Und zwar, wenn das Auto aus ist, der Drehzahlmesser bleibt auf 500 Umdrehungen stehen. Ist nicht so perfekt gelöst. Da, diesmal habe ich mir ein Navi mitgenommen. Da habe ich die Karte liegen. Ja, gebaut worden ist der F10, 12 und der F16 bis 293. Da ist er dann abgelöst worden durch die FH-Serie. Wenn jetzt so eine leichte Lautstärkenschwankung war, ich musste mich mal gerade etwas nach vorne bewegen. Ist so an sich ein, ja, sage ich mal, ein schönes Auto. Ich habe ihn selber nie fahren dürfen, nie fahren können. Bin aber 83, da war ich mit meinem Vater in Italien unterwegs. Und da haben wir abends einen Engländer da kennengelernt, und der war mit einem Volvo da, und wir sind dann von dem Parkplatz, wo wir standen, dann mit seinem Fahrzeug, das war also ein Volvo F12, Lenkrad auf der rechten Seite, also das war mal angenehm, war ja mal richtig toll für mich damals, ich war 12, auf der ja, Fahrerseite zu sitzen. Aber ja, also so an sich, die Proportionen hier drin passen.
auch hier dieses Cockpit, also diese Mittelkonsole. Das Dashboard ist damals 83 auch verändert worden. Das kommt also auch hin. Die Instrumentierung war dieselbe, nur man hat da eine Blende vorgemacht. Was hier fehlt, ist eigentlich noch, der hat ja noch einen konventionellen Fahrtenschreiber. Also einen, den man aufmachen muss, die Tachoscheibe rein. Alte Hasen kennen das, die neueren kennen das nicht mehr. Oder kennen es vielleicht auch nur vom Hörensagen. Wenn ich mal welche finde, ich habe glaube ich noch welche, mache ich mal ein Video von. Ja, das ist halt eben die mehr oder weniger so ein bisschen Historie von diesem Volvo hier. Wie gesagt, was den Klang betrifft, der ist also wirklich so extrem. Ich habe mich also gewundert, ich habe mir also vorher noch ein Video angeguckt und ich denke, jetzt musst du doch mal hören, weil ich das doch ziemlich extrem fand. Der ist wirklich so laut. Also so richtig, der schreit da rum. Julian würde jetzt sagen, Abstand halten rettet Leben. Aber wie man sieht, der fährt ja schon wieder ab. Ich wusste das schon vorher. Ich habe inzwischen auch rausbekommen, was mit meinem Track AR war. Also es hat tatsächlich an meiner Brille gelegen. Und nicht jetzt an der Brille selber. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Oh. Oh oh. Langsam machen. Da haben wir gar nicht mehr so viel. Ist nur noch eine Stunde Fahrzeit. Ja, so sieht's aus hier. Ach so, ja, ich habe vor kurzem eine Folge gesehen vom Tom Diesel. Der ist auch hier runtergefahren, aber entgegengesetzt. Und ist dann Richtung Hamburg gefahren. Also da ist die Strecke zu. Man kommt also offiziell eigentlich gar nicht runter, aber das Navi schickt einen da lang. Fand ich, ja, schon kurios. Ja, lässt du mich nicht rüber, mache ich mir das. Ich bin im Platz, also so bitte hier. Ich wollte mal gucken. Aber wir machen gleich besser mal so einen Rundgang, das ist. Bin ja nicht so. Ja. Ach, die hat ja links halten gesagt. Entschuldigung. Das liegt wahrscheinlich daran, ich bin die Strecke vorher schon mal gefahren, aber mit einem anderen Auftrag. Praktisch so als
Testfahrt. Ja, es gibt eine Ecke, die mag er halt eben nicht. Sorry Jens, Groningen ist nicht sein Gebiet. Er ist also wirklich kurz vor Groningen von Narnia. Nein, Groningen. Ist er mir abgestürzt. Und das hier ist eigentlich ein komplett cleanes Profil. Biege nach rechts ab. Okay, lass uns eine neue Route finden. Du hast doch gesagt rechts. Also manchmal habe ich so das Gefühl, du weißt auch nicht, was du willst, ne? Ja, also in Groningen ist er mir abgestürzt. Ich hoffe jetzt, dass er sich jetzt... Demnächst rechts abbiegen. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich bin dann nochmal solo rübergefahren. Die gute Frau sagte dann zu mir, Groningen rechts ab, schwarzer Bildschirm. Also irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie sieht das im Spiegel aus, als würde der Anhänger schweben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das vergleiche mit den heutigen, sage ich mal, mindestens 400 bis 420 PS, ist ja meistens Minimum, meistens geht es ja weit drüber schon. Aber ich sag mal so, die 400 PS, die man heutzutage hat mit den neuen Getrieben, das ist schon ein bisschen was anderes. Rechts vor links. Jetzt kommt der Tram, wa? Nee, aber nicht. Wird jetzt noch gefehlt. Demnächst links abbiegen. Okay, dann machen wir das. Da steht ein Reisebus. Sag mal, wo fahren wir denn hier hin? Mitten in Wohngebiet? Aber auch nicht schlecht. Also, es ist ja die Euronet. Ich muss ganz ehrlich sagen, also... Die haben... Ist schon nicht schlecht. Ist keine Promotz. Aber sie ist nicht schlecht. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Ja, du solltest jetzt auch grün bleiben, ne? Ach ne, ich habe jetzt gerade so ein bisschen ein Déjà-vu, aber ja. Ups, sorry.
bleib mal hier stehen. Die rauchen eh, die können eh ein bisschen, können das ein bisschen vertragen. Schauen wir uns mal das Auto kurz von außen an. Das ist das, was ich meinte. Die runden Lampen waren eigentlich bei dem Modell, sind die zwar korrekt, aber der Kühlergrill ist falsch. Genauso wie diese Beschriftung hier F10 an der Türe. Die hatten damals einen etwas feineren Schriftzug und dann stand da F10, 20 oder je nachdem, was das für eine Leistung war. Oh, sind aber nagelneue Reifen drauf. Ja, die Stoßstange ist verändert worden hinterher. Und hier die Kanten, die waren hinterher alle wesentlich runder, also ein bisschen runder geformt. Aber, ja, schickes Auto. Einzige, was ich ja gesehen habe, die hätte ich gerne bei mir auf dem MAN. Und ich weiß nicht, wie ich sie da hinkriege. Naja. So. Ich habe auch schon gesehen, wo wir hin müssen. Ja, ohne Handbremse geht's besser, ich weiß. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich den hier bezeichnen soll, ob ich jetzt sagen soll, hätte ich doch erst vorne hin müssen? Ne, da hinten ist doch was. Da. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon mal gesehen. Eine schöne Fahrt. Ja, vor allen Dingen war die laut. Muss gucken, dass ich da an den aber Open Window hatte. Das wird nichts, mein Freund. Da müssen wir ein bisschen steiler rein. Ja, der einzige Mod, den ich hier drin habe, ist dieser Real Mirror Mode. Mode. Den habe ich aber schon länger drin. Jo, dann haben wir hier die Zustellung auch erledigt. So, ich weiß zwar jetzt nicht, warum das grün ist. Da waren nämlich auch die Warnbalken. Fenster zu. Motor aus. Ja, das war es mal wieder soweit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage einfach mal bis zum nächsten Mal.
So, nein, ich habe da was vergessen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert einfach. Dann bekommt ihr auch mit, wenn neue Folgen online sind. Irgendwelche Leute reden was von Glöckchen. Glöckchen, Klingelingling. Abonniert, kommentiert, lasst einen Daumen da. Sobald dann die nächste Folge online ist, bekommt das automatisch mitgeteilt. So, jetzt aber, ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Und wie immer, bis denne dann, euer Micha.